Hallo, ich bin Beate und ich begrüße dich ganz herzlich zum Tier Talk Podcast. Liebe verbindet, das ist mein Motto. Und wenn du dich und dein Tier besser verstehen möchtest, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Reise und auf die Zeit mit dir. Hallihallo, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du hattest ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise deiner Liebsten und ich hoffe sehr, dass du die Zeit genossen hast. Möglicherweise bist du jetzt gerade dabei, die Rauhnächte aktiv zu praktizieren. Vielleicht machst du ein bisschen Journaling. Vielleicht schreibst du dir all deine Impulse auf. Vielleicht machst du aber es auch so wie ich, nämlich gar nichts. Ich habe in den letzten Jahren mich jedes Jahr mit den Rauhnächten beschäftigt. Ich habe alle Informationen aufgeschrieben und irgendwie verspüre ich in diesem Jahr überhaupt nicht den Wunsch, das zu tun. Also zumindest nicht in dieser Konsequenz. Ich habe irgendwie so das Gefühl, als wenn es bei mir in diesem Jahr eher darum geht, dass ich noch mehr meinen eigenen und inneren Impulsen folge und gar nicht so sehr irgendwelchen Ritualen Folge leiste, weil manchmal kann das auch echt in Stress ausarten. Ja, du musst jeden Tag eine Meditation machen, du sollst dich mit dir selber verbinden, Fragen beantworten und so weiter und so fort. Was ich allerdings tue, das ist, dass ich Karten ziehe für jeden Monat. Aber das habe ich schon immer total gerne gemacht und das empfinde ich jetzt auch nicht als anstrengend. Aber ansonsten mache ich einfach nichts. Ich versuche selber innerlich total zur Ruhe zu kommen, alles zu überdenken, nochmal das letzte, das vergangene Jahr Revue passieren lassen, möglicherweise nochmal Heilung in die Lebensbereiche schicken, die nicht so dolle gewesen sind. Und du kannst, wenn du das auch möchtest, gerne noch den letzte Podcast-Folge anhören, denn da ist eine Meditation dazu. Ich mache mir eher Gedanken darüber, wo möchte ich hin, was ist der Plan für das neue Jahr? Und auch hier stelle ich fest, dass ich natürlich Wünsche und Ziele habe, aber dass ich mich hier auch gar nicht so sehr unter Druck setzen möchte. Trotz alledem weiß ich, oder sagen wir es mal so, ich öffne mich für den Raum der Möglichkeiten und ich heiße alles willkommen, was sich da zeigt und was sich mir da zeigt. Für mich ist die Zeit zwischen den Jahren oftmals sehr wichtig, weil ich auch nochmal überdenke, was darf in meinem Leben so bleiben, wie es ist und wo möchte ich vielleicht nochmal Veränderung? In welchem Lebensbereich ist es noch nicht so, wie ich das gerne hätte? Und es ist echt so krass, weil ich rückblickend für dieses Jahr so krasse und coole Erfahrungen machen durften, obwohl die in dem Moment überhaupt nicht cool gewesen sind, sondern eher schrecklich, nicht schön. Aber ich durfte einfach so, so, so viel lernen. Ich für mich habe wieder gelernt, meinem Körper Aufmerksamkeit zu schenken. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich vorher meinem Körper Aufmerksamkeit geschenkt habe, dann war das immer in einer abwertenden und negativen Form. Ich habe meine Bauchrolle bekrittelt. Ich habe, keine Ahnung, dem ein oder anderen Fältchen zu viel negative Aufmerksamkeit geschenkt. Ich war nicht wirklich achtsam mit meinem Körper. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass wenn ich meinem Körper
ja, als wenn alles so selbstverständlich wäre. Und durch Erkrankungen und auch Erlebnissen, ne, die du durch Operationen machst oder auch, weil du mal im Krankenhaus bist, was ja nicht die Regel ist oder nicht sein sollte, habe ich einfach wieder gelernt, mich mit meinem Körper zu beschäftigen. Und das Interessante dabei ist, dass ich da wirklich so tiefgreifende Erfahrungen machen durfte, die immer noch ihre Wirkung zeigen. Und warum ist es so? Weil ich meinen Fokus auf das Positive gerichtet habe. Das ist so, weil ich den Fokus darauf gerichtet habe, was wichtig ist, was ich will, wie ich mir meinen Körper wünsche und, was noch ganz wichtig ist, ich habe gelernt, die Widerstände loszulassen und zu erkennen, dass mein Körper ein Wunderwerk ist. Und das vor allen Dingen dann, wenn man ihn lässt. Denn ganz oft meinen wir nämlich, dass wir immer dazwischen funken müssen oder dass wir auf all das hören, was im Außen so passiert. Ich habe in diesem Jahr wirklich gelernt, wieder mit meinem Körper zu kommunizieren und mich zu 100% darauf zu verlassen, was mein Körper mir sagt. Und das ist nicht immer das, was die Therapeuten mir raten oder was die Ärzte mir sagen, sondern ganz was anderes. Ich kann rückwirkend sagen, dass es richtig ist, auf die Impulse des eigenen Körpers zu hören und sich vielleicht auch über Empfehlungen aus dem Außen hinwegzusetzen und hier wirklich ganz krass bei sich selber zu bleiben, weil auch jetzt nach Monaten immer noch Heilung in mir passiert. Und das ist einfach total wunderschön. Und das ist die Erfahrung, die ich in diesem Jahr machen durfte. Und ich bin unendlich dankbar dafür. Und noch eine total krasse Erfahrung, die ich in diesem Jahr machen durfte, oder eine Erkenntnis, die ich hatte, so muss ich sagen, ist, dass ich festgestellt habe, dass ich 0,0 Bewertungen mehr auf Geld habe. Und das ist für mich ein absoluter Durchbruch, weil in meinem Leben bis jetzt Geld immer unglaublich signifikant gewesen ist und es da wirklich so viel Heilung brauchte und ich auch so krasse, starke Bewertungen in Bezug auf Geld hatte. In Bezug auf Geld, das ich nicht habe, mit dem Gefühl, dass ich nie genug habe. Aber auch mit den Bewertungen, andere zu bewerten, wenn sie, keine Ahnung, für ein Coaching-Programm vielleicht etliche 1.000 Euro aufrufen, all das habe ich nicht mehr. Und das habe ich gemerkt, als ich eine Investition getätigt habe und die Empfehlungsgeberin mir nochmal gesagt hat, ja, Beate, du weißt doch, du musst es schon selber wissen, du musst es selber entscheiden. Und ich gesagt habe, weißt du, es ist okay. Und sollte der Totalverlust eintreten, was ich ja nicht glaube, dann ist es in Ordnung. Dann ist es überhaupt nicht schlimm, dann ist mir es egal. Und das ist für mich ein mega Durchbruch, weil es eben in meinem gesamten Leben nie so gewesen ist. Und ich merke einfach, dass all die Bewusstseinsarbeit, die ich in den letzten Jahren so intensiv betrieben habe, und ich beschäftige mich wirklich seit Anfang 2000, Ende 99, Anfang 2000 mit Spiritualität. Ich habe unglaublich viel ausprobiert. Ich habe alles durchgemacht und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, hat mich immer ein kleines Stück weitergebracht. Aber seit ich mich wirklich intensiv mit Bewusstseinsarbeit beschäftige, seit ich mich mit Gehirnforschung beschäftige, seit ich gelernt habe, wie du selber deine Synapsen im Gehirn verändern kannst, seitdem habe ich das Gefühl, dass die Veränderungen auch im Außen noch viel krasser geworden sind und dass ich mich auch innerlich
total verändert habe. Ich merke, dass ich in einem unglaublich großen Raum des Bewusstseins angekommen bin, wo ich manchmal noch zurückfalle und mich begrenze, aber wo ich merke, dass diese Begrenzungen mir sehr, sehr, sehr schnell auffallen und ich es unglaublich schnell schaffe, diese Begrenzungen zu verändern. Es ist mir natürlich auch ein leichtes, weil ich ja durch die Coaching-Gruppen, die ich mit meiner Freundin Eri Drostel zusammen mache, natürlich auch immer in dieser Energie bleiben kann, weil wir ja andere dabei unterstützen, dass sie auch dorthin kommen, wo wir sind, dass sie auch aufhören, sich selber zu bewerten und sich selber zu begrenzen, zu limitieren, aber einfach auch die innere Arbeit, die ich mit mir selber mache, wo ich echt merke, dass es so exorbitant wichtig ist, den Fokus auf das Positive zu halten, beziehungsweise auf das, was du wirklich in deinem Leben möchtest. Und vielleicht bist du auch ein Meister des Visionierens, vielleicht hast du auch große Träume und du kannst dir alles total gut vorstellen, aber trotz alledem hast du vielleicht noch nicht die Ergebnisse in deinem Leben. Ich möchte dir an dieser Stelle sagen, dass es nicht daran liegt, dass deine Träume zu groß sind, dass es nicht daran liegt, dass deine Visionen zu groß sind, sondern dass es möglicherweise daran liegt, dass du in deinem Inneren noch unbewusste Programme laufen hast, wo deine Gedanken sich in einer Negativspirale bewegen und nicht in einer positiven Spirale bewegen. Es ist so wichtig, dass die Energiefrequenz, die du aussendest, 95% des Tages mit deiner Vision und mit deinen Träumen übereinstimmen. Und bei den meisten Menschen ist es so, dass das maximal 20% sind. Und dann funktioniert das natürlich nur bedingt. Also mach dir das einfach mal bewusst, dass du 95% des Tages am besten in dieser Energie verweilst, die du dir, die zu deinen Zielen, die zu deinen Wünschen, die zu deinen Träumen passen. Und wenn du noch nicht gelernt hast, deine Gedanken, deine Gefühle ganz klar zu analysieren oder dass sie dir auffallen, und wenn du noch nicht gelernt hast, das innerhalb von 2 Sekunden zu switchen, denn Emotionen, weißt du, Emotionen sind Dinge, die kannst du innerhalb von 7 Sekunden verändern. Deine Emotionen ändern sich innerhalb von 7 Sekunden, außer du hältst sie fest. Also das heißt, das, was du vor 7 Sekunden gefühlt hast, musst du jetzt nicht mehr spüren, außer du möchtest es. Das Problem ist, dass wir aber ganz oft in diesem negativen Gedankenkarussell sind. Das heißt, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir nicht haben, anstatt uns auf das zu konzentrieren, was wir gerne haben wollen würden. Und das ist genau der Knackpunkt, warum vielleicht bei dir die Visionen und die Träume noch nicht so eingetreten sind. Ich kann dir sagen, es lohnt sich, da dran zu bleiben, aber es ist tatsächlich ein Training und ein Training, das du jeden Tag machen darfst. Und nicht, wenn du etwas erreicht hast, dass du dann sagst, oh cool, super, ich habe das jetzt alles erreicht, jetzt bin ich so weit, jetzt schwinge ich in dieser Frequenz. Nein, es geht darum, dass du jeden Tag in dieser Frequenz schwingst und dass du dich jeden Tag beobachtest. Und da gibt es keine Pause, da gibt es auch keinen Urlaub und das hört auch, glaube ich, tatsächlich nie auf in deinem Leben. Weil sobald du nämlich damit aufhörst, schleichen sich nämlich wieder diese negativen Schwingungsfrequenzen ein und deine Gedanken verändern sich wieder und durch deine Gedanken verändert sich auch deine ganze Energie, deine Ausstrahlung, all das, was du aussendest, und du bekommst wieder das präsentiert, was du eigentlich nicht in deinem Leben möchtest. Was aber kannst du vielleicht jetzt tun,
vielleicht auch in weiser Voraussicht auf das kommende Jahr, das ja jetzt ansteht. Du könntest auf alle Fälle jeden Tag mindestens 5 bis 10 Minuten meditieren, dir deiner Emotionen bewusst werden und so, dass du sofort spürst, wenn sich die Emotionen ins Negative drehen. Du könntest dich mit Frequenzen verbinden, die dir beitragen. Du kannst dich mit Menschen verbinden, die dir beitragen. Jene vielleicht, die auch so sind, wie du gerne sein möchtest, die vielleicht eine positive Ausstrahlung haben und von denen du einfach gut profitierst. Du kannst lachen, jeden Tag am besten und das ganz oft, einfach weil sich dadurch deine Frequenz schon von ganz alleine verändert. Du kannst dich einfach auf die schönen Dinge in deinem Leben konzentrieren. Und was noch ganz wichtig ist, du darfst aufhören, dich selber zu bewerten und du darfst aufhören, dich selber zu begrenzen. Und wenn in deinem Leben irgendwas noch nicht so ist, wie du es gerne hättest, dann begrenzt du dich oder du bewertest dich. Eines von beiden. Das kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass das genauso ist. Und dann liegt es natürlich an dir, das zu verändern. Und ich bin an der Stelle wirklich total stolz auf mich, dass ich es echt schaffe, hier konsequent zu sein, weil ich einfach auch merke, dass es sich für mein Leben positiv auswirkt. Ich bekomme es auch im Außen präsentiert, jetzt auch in Bezug auf meinen operierten Finger. Die Ärzte und auch die Therapeuten sind immer noch total erstaunt, was noch zum Positiven passiert, obwohl sie innerlich oftmals genau das Gegenteil geglaubt haben, also dass jetzt schon eigentlich der Endpunkt erreicht ist. Und ich beweise ihnen immer wieder, dass sich auch nach Wochen noch was verändern kann zum Positiven. Und das zeigt mir einfach, dass die Dinge funktionieren. So, und jetzt habe ich eigentlich dem Podcast überhaupt kein Thema gegeben, sondern ich habe dir jetzt einfach ein Stück weit aus meinem Leben erzählt, so wie ich das auch handhabe und dass ich eben noch nicht so genau weiß, wie ich das, ich werde sicherlich wieder ein Vision Board machen. Aber vor allen Dingen geht es darum, auch nochmal genau zu gucken, was möchte ich in der Zukunft noch in meinem Leben haben und was nicht? Wo möchte ich noch hin? Und das solltest du vielleicht auch tun. Und ich hoffe, dass ich dich jetzt mit dieser Podcast-Folge ein bisschen inspirieren konnte. Sie hat jetzt irgendwie noch gar kein großes Thema gehabt zu Beginn, aber ich habe mich jetzt einfach mal treiben lassen. Ich wünsche dir jetzt auf alle Fälle, dass du mit allem abschließen kannst, was dich vielleicht immer noch belastet und dass du vielleicht für dich Möglichkeiten findest, deine Frequenzen so auszurichten, dass sie für dich passen. Wenn du da Unterstützung und Hilfe brauchst, dann komm in die Facebook-Gruppe, die unten in den Shownotes steht. Da kannst du dich ein bisschen inspirieren lassen, aber vielleicht hast du da auch den Impuls oder auch den Wunsch, wirklich grundlegend etwas in deinem Inneren zu verändern, dann kannst du natürlich auch in eines unserer Coaching-Programme hüpfen. Wir würden uns auf alle Fälle freuen. Ich würde mich freuen. Und ich wünsche dir jetzt ein schönes Silvesterfest, ein stressfreies für deine Tiere und vielleicht auch stressfrei für dich. Hab ein gutes Ankommen im neuen Jahr und ich sage danke für deine Zeit. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst, dass du immer wieder meine Podcasts anhörst. Ich danke dir, wenn du den weiterempfiehlst. Ich danke dir für dein Sein. Ich danke dir, dass du in meinem Feld bist. Ich bin unendlich dankbar darüber. Und wir sehen uns, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin sage ich Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Shownotes.
Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.